Hallo Leute, das ist eine Videoantwort für Matthias Dittgen, der uns gefragt hat, was wir als Survival EDC essentiell dabei haben. Also ich trage in so einem urbanen Umfeld, aber auch draußen im Wald, gerne eine Cargohose. Und ich habe hier einen Kugelschreiber. In der einen Tasche der Cargo habe ich eine ganz kleine Tüte mit Klopapier. Im urbanen Umfeld durchaus wichtig. Ich habe in diesem Falle Kleenex. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Eine Box Zahnseide. Auch wenn man auf die Zahnbürste verzichtet, mit Zahnseide kann man viel erreichen und dann ganz kräftig spülen. Eine Packung Streichhölzer, etwas Kienspan und ein Feuerzeug. Ist oft sehr leicht in der Kombination, viel leichter als ein Funkenstahl, Feuerstahl. So, in der anderen schmalen Cargo habe ich ein Stück Fahrradschlauch, aus dem man ruckzuck Ranger Bands machen kann, und innen drinnen aufgerollt eine Mülltüte. Ganz ehrlich, wenn man irgendwo eingeschlossen wäre und auf Klo müsste, sagen wir mal im Fahrstuhl, dann ist das immer noch eine Ersatztoilette, die man dann erträglich, geruchserträglich verschließen kann. Ich habe hier Fallschirmleine, und zwar die echte Fallschirmleine von einem Gleitschirmflieger. Danke an dich, Marco Gotterbaum, falls du hier reinschaust. Super Zeug, richtig, richtig fest. Ganz normale Paketschnur. Jetzt kommen wir eigentlich zum Wichtigen für viele. Und das ist das Messer. Das habe ich in einem Deep Carry Clip. Das ist ein von Udo modifiziertes Sword Peasant Aluminium. Er hat es kleiner gemacht von der Klinge, damit die Spitze stabiler wird. Und was mir dabei ermöglicht worden ist ein Deep Carry Clip einzubringen, und den zeige ich mir euch im Makro. Also das ist die modifizierte Klinge vom Sword Peasant, und wenn man das zuklappt, ist der Griff etwas länger dadurch als die Klinge. Das ermöglichte mir, hier zwei Löcher zu bohren und eine Fahrradspeiche oder dergleichen zu nehmen und mit diesen Zangen, die vorne runde Spitzen haben, habe ich mir dann diesen Pocket Clip so gebogen, dass ich ihn als Deep Pocket Clip nutzen kann. Ich zeige das mal gerade, wie der in der Tasche sitzt. So sitzt der in der Tasche. Also wirklich Deep Carry. Und seitdem ich diesen Pocket Clip habe, muss ich ehrlich sagen, verzichte ich auf meine Neckknives weitestgehend, weil das reicht mir zu über 90% aus. So, und passend zu dieser Farbe von diesem habe ich mir noch einen Pocket Clip aus Plexiglas gemacht. An diesem Pocket Clip habe ich ein paar Schlüssel, die ich zum Beispiel hier so einhaken kann oder in den Gürtel einhaken kann. Zack. Sonst wo ein Karabiner einhaken kann. Das ist ganz praktisch, wenn es mal schnell griffbereit sein muss. Zack. Und fertig. Daran habe ich auch schon ein paar fertige Ranger Bands also gemacht. Und hier dran trage ich an dem Clip meine Rubitec Solar
Dynamo-Kurbellampe, das ein richtig cooles Teil ist. Die Mechanik ist nicht die beste, man hört es ab und zu knacken, aber die reicht absolut im urbanen Umfeld aus, um sich mal schnell eine Orientierung zu verschaffen. Und das andere EDC, was ich immer dabei habe, ist mein Portemonnaie. Ganz normales Cordura-Portemonnaie. Da habe ich nochmal Streichholz, ein Heft Streichhölzer. Das ist aus dem M75 Kocher. Ich habe hier eine Nadel, eine Nähnadel, die mir aber auch hilft, wenn ich einen Splitter rauskriege. Geld. Und hier in der Geldtasche habe ich noch etwa 10 Blatt Toilettenpapier. Ist mir schon vorgekommen, dass ich auf Klo gegangen bin und dann war die Rolle gerade leer da. Also ein Fall für Survival. Ich habe hier die örtlichen Karten für die öffentlichen Verkehrsmittel, Uni-Ausweis, Mensa-Ausweis, Krankenkasse, paar Visitenkarten, das war's. So, und das findet hier hinten Platz. Das heißt, die anderen Taschen sind noch alle leer, wo man Trockensuppen, Fertigsuppen reinmachen kann, irgendwelches Zeug, irgendwelches anderes Zeug, was man halt vor allen Dingen Nahrung, glaube ich, was man gerne mal so für den Tag dabei hat. Nicht gezeigt habe ich, ist eine ganz normale PET-Flasche, eine kleine, die passt auch, wenn sie nicht ganz voll ist, in eine Tasche, in eine Seitentasche rein. Aber normalerweise habe ich auch die Tasche dabei oder den Rucksack dabei oder so. Also in dem Falle, kennt ihr ja alle, habe ich dann halt noch Erste Hilfe, Wasser, Werkzeuge, die Säge und Bohrale, Feuerstahl. Sogar wenn der Rucksack leer ist, das ist immer dran an den Sachen. Und Udus, ich hoffe, dass dich das mit dem Pocket Clip also auch hier zufriedenstellt. Zwei Löcher. Ich versuche das nochmal in Nahaufnahme aufzunehmen. Und durch diesen kleinen Bogen da unten drin kann man es mit dem Fingernagel so ein bisschen hochziehen und dadurch leicht an die Hose anbringen. Und dadurch, dass ich diesen Bogen nach oben hinweg gebogen habe, also höher als der Rand des Messers selbst, des Griffes, ist es Deep Carry. Definitiv Deep Carry. Das ist noch nicht mal geschweißt. Das ist einfach nur mit der Zange zusammen hinten zusammengesetzt. Hier habe ich noch ein bisschen Filework angebracht. Ein Udo modifiziertes Sword Peasant. Und was ich mit dem Pocket Clip, Deep Carry Pocket Clip angemacht habe. Absolut legal. Friction Folder. Macht Spaß, das Teil. Ist Carbonstahl. Immer scharf. Brauche ich sehr selten. Einmal im Vierteljahr tue ich es kurz über den Wettstahl und übers Leder. Rasieren brauche ich mich sowieso nicht. Macht Spaß. Kleiner Kritikpunkt bei den Aluminiumgriffschalen ist, dass sich die Aluminiumgriffschalen hier um die Achsschraube quasi minimal ausarbeiten, sodass man im nicht ganz geöffneten Zustand, wenn es hier hinten nicht fest drin sitzt, so ein ganz bisschen vorwärts, rückwärts. Man merkt, dass das Loch etwas größer sich rausgearbeitet hat. Aber spielt in der Alltag überhaupt keine Rolle. Was der Udo gemacht hat, was ich richtig gut finde und warum ich das als Mostly Pocket Time bezeichnen kann, ist, er hat hier diese Zeigefingermulde gemacht, die mir bei Slip Joints sehr wichtig ist. Oder so. Denn wenn ich auch so zusammenklappe oder bewusst zusammenklappe, ich habe immer den Zeigefinger da, der hier bremst. Das heißt, ich kann auch bewusst das Messer so halten, wenn ich irgendeine andere Sachen machen will. Zum Beispiel, wenn ich rasieren müsste. Ja?
wie auch die ganz normalen Rasiermesser. Ich könnte es also so halten, um mich sauber zu rasieren. Das mache ich natürlich nicht. Also mein Bart ist mir ein bisschen heilig. Liebe Leute, ich danke fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht. Und Udo, schöne Grüße an dich. Mach's gut und ciao.